Servus Leute, kennt ihr auch dieses Schlagen im Lenkrad? Eine Ursache dafür erkläre ich euch jetzt und einen kleinen Tipp, Radnarben beim Wechsel von der Bremsscheibe müssen sauber sein. Das ist nicht sauber. Das Problem liegt nämlich darin, dass wenn ich die Bremsscheibe jetzt auf die dreckige Radnarbe draufsetze, ist sie nicht plan. Das heißt, wir haben so ein bisschen kleinen Versatz drinne und der ist dann nämlich verantwortlich für einen Axialschlag, Seitenschlag. Und dieser hat wiederum zur Ursache, dass wenn ich bremse, so ein kleines Flattern im Lenkrad ist und das nervt und das ist auch nicht schön. Um die Radnarbe sauber zu bekommen, gibt es viele Möglichkeiten. Ihr könnt eine Drahtbürste nehmen, ihr könnt Schleifpapier nehmen, ihr könnt aber auch eine Topfbürste nehmen. Ja, die ist extra für gemacht. Ihr könnt einfach draufsetzen, den Schlagbohrer ran und dann habt ihr auch einfaches Spiel. Aber passt auf, dass ihr die Radnarbe nicht beschädigt. Das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Sonst muss sie einfach metallisch rein sein. Und dann machen wir das alles noch schön sauber mit Bremsenreiniger und dann nicht fetten. Nachdem wir jetzt die Bremsscheibe montiert haben, müssen wir natürlich auch kontrollieren, ob der Seitenschlag innerhalb der Toleranz des Herstellers auch ist. Das prüfen wir halt mit der Uhr. Sollte der Wert außerhalb der Toleranz liegen bei der Bremsscheibe, so müssen wir natürlich dieselbe Prozedur, die Messung an der Radnarbe machen. Und wenn dort die Toleranz auch nicht gegeben ist, ja dann könnte wahrscheinlich die Ursache in der Radaufhängung liegen. So, ich würde sagen, das war genug für heute. Beim nächsten Video gibt es weitere gute Tipps. Ich hoffe, gute Tipps. Mit ohne Bremse geht's ins Auge.